So. Hallo, hallo, hallo YouTube. Willkommen zurück. Wir sind hier immer noch an unserer wunderschönen Station und ich habe nicht herausgefunden, wo sich die Mods versteckt haben. Wahrscheinlich unter irgendwelchen Tasten. Die sind alle schon belegt. Also, keine Ahnung. Sehe auch nicht im UI irgendwas, was irgendwo aufploppt. Irgendwo was Verstecktes, was ich nicht sehe. Oha, da gehen die Lichter los. Vielleicht in den Einstellungen nochmal gucken. Neue Fahrzeuge, Guide-System, Fahrzeugfenster beim Kauf öffnen. Tasten, Konsole öffnen. Wir können also die Konsole öffnen. Zeige Baumenü. Nein. Landschaftsmenü. Nein. Zeige Linienmanager, Linienstatistiken, Datenlayer. Nein. Emissionslayer. Hut, Icon, Schiffe, bla 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 bla. Warnung, Kosmetiktools, Kameratools. Ben, blub, Bauoptionen, blub 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 blub. Deaktivieren, Highmap, Textur invertieren. Play Pause, blo blo blo. Grafik, Alt Enter, Audio, erweitert, Hardware Warnung anzeigen, Hardware Mauszeiger, Debug Modus, Update Verzeichnis, Mods. Mod ist leer. Okay. Warum sind die Mods leer? Dann liegt es vielleicht daran. Bisschen verspätet, die Lichter geschaltet. Tja, Timing ist alles. Okay, Konsole kann ich auch nicht öffnen. Wahrscheinlich muss man irgendwas außerhalb des Spiels aktivieren, dass Mods erlaubt sind oder so. Es könnte durchaus sein. Ich habe mich schon vorhin gewundert, dass es nicht so ein Mod-Menü gibt. Aber vielleicht gibt es das und ich habe es nur nicht gesehen. Vielleicht doch einmal komplett neu starten. Ne, ich hatte ja neu gestartet, nachdem... Stimmt, wir hatten nicht neu gestartet. Oder? Gute Idee, aber dann machen wir es beim nächsten Mal. Jetzt müssen wir erstmal die Station hier retten. Das Gute ist, bei der... wissen wir gleich, was wir tun müssen. Damit wir das hoffentlich gut hinkriegen. Ich hoffe, unser Geld reicht dafür. Wir sagen jeweils, die fahren nämlich hier rein. Das kann nämlich komplett weg. Und dann fahren die auch da jeweils raus. Und dann sollte das theoretisch passen. Das kann ich nicht entfernen, die beiden da. Aber das ist auch okay. Ich könnte jetzt hier noch so ein Ding hinsetzen. Und dann müssen wir die einrichten. Ich hab's auf dem Dings geöffnet, direkt nicht, ja. War ein bisschen blöd. Ich glaube, es war sogar im Hintergrund halt offen. Oh. Ruckel, ruckel. Findet ihr nicht auch? Es ist wunderschön, oder? Ist auf jeden Fall besser als die andere geworden. So, und jetzt kommt nämlich Benzin zum Tragen. Die kommen von Kossa. Ne, die interessieren mich hier. Die hier. So, und die wollen zum Öl. Das heißt, hier hinter muss dieser Wegpunkt... der ist auf der falschen Seite. Muss hier nochmal. Jetzt hat er wieder Benzin. Nee, Benzin ist richtig. Warte mal, wir kommen
Benzin. Warum heißt das eigentlich noch Benzin? Benzin. Wir kommen vom Benzin zurück. Wo ist dieser Wegpunkt? Und wollen über diesen Wegpunkt? Alles klar. Und hinter diesem Wegpunkt müssen wir diesen Wegpunkt einfügen. Der nicht immer angezeigt wird. So. Und dann fahren wir in Öl rein. Und wenn wir aus Öl rausfahren, wollen wir diesen Wegpunkt nehmen. Und bei Öl wollen wir die Plattform Nummer 1 benutzen. Wie ich sehe, wollen wir das nicht. Ich will aber auch nicht Nummer 2 benutzen, weil dann fährt man auch im Kreis. Wow. Auch bei 1 fahren sie im Kreis. Wow. Warum? Wo ist denn der Sinn dahinter? Warum können die... Das ist doch auch so eine Scheiße, die ich damals nicht gut fand. Ich erinnere mich, dieses Management nicht. Ja. Dass man in den Stationen halt so einen Klump hatte und deswegen finde ich halt, ist so ein Planungsmodus immer super wichtig, nicht? Dass man vorher die Sachen plant, weil man weiß ja gar nicht, wie das Spiel das umsetzt und das ist halt absoluter Scheiß umgesetzt. Die fahren jetzt hier im Kreis, um hier wieder anzukommen, weil sie sich hier anstellen. Warum fahren die nicht hier links rein? Weil, gibt's einen Grund? Muss ich die Station drehen? Aber es gibt ja keine Hinweise im UI, in Beschreibungen, in irgendwelchen Sachen. Und das nervt so ein bisschen. Ich kann das jetzt auch nicht manuell hier mit Wegpunkten oder irgendwas lösen, nicht? Innerhalb der Station. Ich könnte das halt zumachen, dann wäre das weg. Hab nie verstanden, dass es nur von einer Seite anfangen können. Ja, nicht? Okay, wisst ihr aber was? Das ist mir zu doof. Wir laden einfach das erste Autosave und dann fangen wir nochmal an. Weil dann drehe ich die Station um 180 Grad und dann habe ich das Problem nicht. Hoffe ich. Wenn ich es dann auch habe bei der ersten Station, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich habe eh ganz viel Geld verballert, nicht? Bei diesem Stationenbau. Ich werde nur noch die Mods kurz aktivieren. Erstmal kurz gucken. Okay. Hier ist noch nichts gebaut. Sehr, sehr gut. Dann speichere ich das nämlich mal richtig ab. So. Ja, den möchte ich überschreiben. Okay, und dann machen wir kurz beenden. Du hast recht. Und dann starten wir nochmal neu. Sicher ist nur sicher. Muss ich mit dem Mods... Ich gehe mal kurz noch vorher in die Diskussionen. Mods. Mods. Base Mods. Das ist Curse. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht. Wenig Erklärungen dazu immer. Aber müssen wir durch. Ich starte es einfach neu und dann werden wir schon herausfinden. Und wenn wir es nicht herausfinden, dann spielen wir ohne. Ich meine, so wichtig waren die in dem Spiel nicht unbedingt, nicht? Ist ja kein Schönbauspiel. Von daher passt das schon. Nicht erneut anzeigen. Karteneditor, Einstellungen. Ist hier vielleicht irgendwie User-Data-Verzeichnis? Ich meine, Mods ist immer noch nichts drin, nicht? Ich glaube, das sind aber dann lokale Mods. Aber vielleicht funktionieren die Steam-Sachen nicht mehr? Die Bug-Modus? Was ist die Bug-Modus? Ich will eigentlich nicht debuggen, nicht? Denn lieber ohne Mods. Versteckt sich ziemlich.
Standard-Edition. Ich meine, hier ist ja direkt Steam Workshop auch angezeigt, nicht? Muss ich hier irgendwas machen? Nee, das sind nur meine Errungenschaften. Okay. Hier kann ich auch nicht irgendwie anklicken. Hier. Hier. Oh. Mein Gott. Also das ist versteckt. Ach, hier kann man alles nochmal ändern. Okay, das ist nicht schlecht. Ja, dann nochmal von vorne. Give it a go. Voll versteckt. Ja, beim Laden, nicht? Der hier hat irgendein Problem, aber okay. Deabonnieren. Weg. Ausrufezeichen, ich will mich gar nicht mit beschäftigen, nicht? So, wird ein Schuh draus. Ist auch so witzig auf der Seite beschrieben. Öffne Steam Workshop, wähle dann Mods und klicke auf Subscribe, Abonnieren, Button, Spiel starten und Mod aktivieren. Ja, nicht? Bim, 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 bim. Ah, hier, guck mal. Move it. Soll aber ganz kompliziert sein, wie man den verwendet. Okay, ist nicht wie in Cities Skyline 1. Ach du Scheiße. Ah, aber ich weiß warum. Weil sonst würde es Geld kosten. Deswegen haben sie ein eigenes Overlay nicht. Das habe ich gelesen eben. Ja, aber so ist ja. So ist es sinnfrei, nicht? Weil du siehst ja gar nicht, was passiert. Das ist Reset. Achso, das hat er sich gemerkt. Okay, da kann ich das ohne Shift machen. Okay, bei Segmenten sieht man so eine Vorschau. Alles klar. Immer ein bisschen. Ist auch so witzig auf deren Seite beschrieben. Achso, das hatten wir schon. Nicht? Ja, gut. Also ich glaube, Bab kann ich auch einfach selber bauen, oder? Also. Boah. Ist jetzt nicht der Move, den ich erwartet habe. Sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, wo die anderen Sachen sich alle verstecken. Aber wahrscheinlich nachher erst. Dann kann ich mir nämlich hier hinten auch die Straße sparen, nicht? Dann Geld einsparen. So. Ich glaube, dann ist das gleiche Problem aber auch hier. Hör mal. Machen wir das gleich so.
Ja, setzen wir erstmal nicht. Und dann bauen wir. Da haben wir das Rohöl. Okay, ich muss erstmal gucken, wie weit die Reichweite ging. Hier so nicht. Aber hier ist er am besten. Ich meine, bei dem ist jetzt nicht weiter schwer. Da fährt eh nur ein Typ rein. Aber ich könnte eh so ein Durchfahrtding machen, nicht? Dass die vorne reinfahren, hinten rausfahren. So. Ist vielleicht generell besser. Machen wir das hier auch. Gut, aber hier, ja, doch, so ist besser, oder? Dann können die da. Funktioniert das noch? Ah, nicht, dass es so weit weg ist. Dann machen wir es hier auf der Seite, glaube ich. Ja, ist egal. Einer von beiden muss eh weiterfahren, nicht? Ob die jetzt weiterfahren oder die einmal weiterfahren. Das ist ja dann Wurst. Und so, bei ihm genau das Gleiche. Da kommen aber beide von der Seite reingefahren und müssen rausfahren. Jetzt ist die Frage, wenn die von da kommen, können die so rein und so raus? Machen wir es. Oh, ups. War ein bisschen tief. Bin auf die falsche Taste gekommen. Machen wir es so. Aber bin ich hier denn noch dran? Ha. Dann machen wir es hier. Auch wenn es ein bisschen weiter weg ist, nicht? Ich glaube, das ist okay. Ja. Okay. Konfigurieren. Ja. Probleme. Wir können hier nicht fahren. Ich weiß. Scheint mir auf jeden Fall schlau mit Ein- und Ausfahrt. Das werden wir noch sehen. Jetzt ist die Sache, kommen die hier rein? Und können hier wieder raus, jeweils? Ich mach das mal an dem Ding exemplarisch. Also. Achso, und ich nehme hier gleich die runde Straße. Nee. Ah, passt schon. Ist ja jetzt nur testweise. Dann machen wir hier kurz mal einen Wegpunkt hin. So. Und so. Und dann stellen wir mal eine Fake-Linie. Muss mindestens eine Haltestelle haben. Ja. Okay. Wow. Dann fährst du von... Nach da. Warum? Also, weil... Das macht absolut keinen Sinn. Die fahren rein, fahren hier im Kreis, um hier hinzukommen, um im Kreis hier wieder rauszufahren. Dieses Mittelzentrierte ist halt super bescheuert bei dem Game. Vor allem, man sieht es nicht. Wenn ich wenigstens hier jetzt Pfeile hätte, dann könnte ich ja herausfinden,
Vorjahr, in welche Richtung das funktionieren würde, wenn ich Straßen an- und abbaue. Hätte vielleicht speichern sollen, bevor ich das mache, nicht? Andererseits setze ich die Dinger dann ja eh anders. Okay, wir werden das jetzt erstmal hier zu Tode uns planen. Wenn wir wissen, wie es geht. Warum sind die eigentlich alle schwarz, gerade die Linien? Oh, ich habe hier irgendeinen Farblinien-Mod, nicht? Oh. Den finde ich nicht so geil. Okay, das würde funktionieren. Die kommen, fahren nach 1, fahren da raus. Die sollen aber zu 2. Und bei 2 würden sie... Jetzt, guck mal, jetzt... Ich habe den ja gedreht. Und jetzt fahren die trotzdem den Loop. Ich glaube, das ist egal, was ich mache. Die loopen einfach in der Mitte. Okay. Abreißen. Ist mir zu aufwendig, jetzt sonst da in dem Ding nochmal rum zu fuhrwerken. Das könnte man noch machen. Ja, wir laden dann auf jeden Fall neu. Das ist einfach auch alles zu teuer, nicht? Aber ich will trotzdem erstmal verstehen, wie es funktioniert. Was ist, wenn wir das so machen? Wenn wir sagen, jetzt, die fahren hier ran zum Beispiel und hier jeweils ab, dass es so vielleicht ausgehebelt wird, wie die rumgurken. Wird Winkel zu steil? So spitzer Winkel, dann halt so Wegpunkt. Den wollte ich nicht setzen, aber egal. Oh. Am Anfang muss man sehr auf Geld achten, ja. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo deine Wegpunkte waren, deswegen weg. Eine neue Linie. Die fährt hier drüber. Dann fährt sie da lang. Dann fährt sie da lang. Ja, genau. Da lang. So, und dann fährt sie da rein und dann fährt sie da wieder raus. Und was ist, wenn ich jetzt gleich 2 nehme? Die fahren also rein, zirkeln und fahren wieder raus. Ich dachte, die können vielleicht dann... Ich kann auch beides. Okay, also nochmal. Wie können wir es noch lösen? Also 2 Ein-Ausfahrten gehen, glaube ich, dann nicht. Das macht wenig Sinn. Kann ich dich abreißen? Ha? Okay. Interessant. Kann ich... Ich kann das ja nur so erweitern, nicht? Was ist, wenn wir das so bauen am Anfang?
Okay, das kann ein Problem sein. Und was hätten wir heute so gemacht? Wir haben nur geplant, wie eine einzige Straße funktioniert. Ja. Also der Klo-Simulator, den Gronkh gespielt hat, der wird immer interessanter. Ich finde es halt schade nicht. An sich hat das Spiel so gute, viele gute Ansätze, aber manche Sachen sind einfach so... Da muss man, glaube ich, in der Logik drinstecken, dass man wirklich Lust drauf hat. Und ich weiß, ich habe das Spiel am Anfang zu Tode gesuchtet. Guck mal, was funktioniert. Da sind die Mechaniken definitiv überschaubarer, ja. Guck mal, ich könnte sogar auf 3 fahren. Okay, es hilft halt. Nur 1 würde nicht gehen. Weil 1 vorne liegt. Obwohl, würde an sich auch gehen, er kann nur nicht hier rausfahren, dann müsste ich hier rausfahren. Okay. Wie viele Stunden hast du in dem Spiel schon gesammelt? Eine berechtigte Frage. 105. Also ordentlich. Und das meiste on stream auch. Es gibt sogar einige ganz alte Aufnahmen davon, denke ich, als Livestream oder so auf YouTube. Ich meine, das Video wird dann auch in die Playlist kommen und dann passt das. Aber dann haben wir das hier. Dann ist das vielleicht der Weg, wie man das lösen kann. Ja, guck, jetzt funktioniert's. Okay, also ganz normal bauen, abreißen links und nach rechts erweitern. Das sieht doch ordentlich aus, nicht? Gefällt mir. Jo. Hatte die Tage mal bei Starfield reingeschaut, musste so lachen beim Kommentar zu den Roboterstimmen. So true, dass es voll 80er ist. Boah, was? Kommentar zu den Roboterstimmen? Roboterstimmen? Ah, es ist lange her. Weil die so komisch geredet haben oder war da irgendeine Stimme kaputt? Ich weiß ja, wir haben ja 60 Bugs gehabt. Ich muss auch sagen, ich habe Starfield so ein bisschen aus meinem Kopf gelöscht, nicht? Oh, nee. Nee. Nee, oder? Nicht jedes Mal jetzt. Ist das... Okay, man kann einfach unten bleiben, immerhin. Better Contours. Oh, habe ich den? Ah, der ist bestimmt für irgendwas. Legacy-Fahrzeuge, Original-Fahrzeugressourcen. Hä, was habe ich denn hier für Mods? Keine Kosten? Nee. Fahrzeuge kein Endjahr? Nein. Fahrpläne? Okay. Achievements? Ja, das ist okay. Hä, wo kommen diese Mods her? Hier, war der weg. Move it, weg. Ich wollte nur den Rampenmod, den Parallelmod, Sandkastenmodus, weg. Also bei dem Begleiter, ach, den Begleiterroboter, stimmt. Das war ja ein Roboter, ganz vergessen. Oh, wie hieß er? Oh, wie hieß denn der? Hallo, Sir, kann ich Ihnen zu Diensten sein? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Du meintest, dass der so wie ein Robo, wie man ihn sich in den 80ern vorgestellt hat. Heute würde man schon mehr menschlich sprechen. Ja, richtig. Ich meine, jede TTS-Roboterstimme ist wesentlich besser. Visco oder was? Ja, Visco. Ich glaube, Visco.
Vesco. Vesco, nicht? Ah. Egal. Ja, der gute Roboter. Kann ich die einfach deabonnieren? Kann ich nicht, weil irgendwelche anderen Sachen... Hier, more line color. Finde ich blöd. Also, ich finde den an sich gut. Move it, deabonnieren. Ah, die sind schon direkt vom Spiel aus, nicht? Oder was? Urban Games. Weil die kann man auch nicht deabonnieren. Die habe ich auch gar nicht abonniert. Da muss ich also aufpassen. Okay. Laden. Ja, aber... Stimmt. Bei Starfield, das war... War ganz schlimm. Ich weiß auch nicht... Irgendwas muss auch bei Starfield passiert sein. Seitdem habe ich echt so... Augen- und Kopfschmerzen bekommen. Ich glaube, das Spiel hatte... echt einen schlechten Einfluss auf meinen Körper insgesamt am Ende. So, jetzt speichere ich nochmal. Da müssten die Mods ja da mitgespeichert sein, nicht? So. Nee, Straßen. Nee, Cargo, da. Ich finde hier auch mit dem, ich drehe mit Tastatur und sowas nicht. Das ist halt auch ein bisschen outdated. Warte mal, wir machen ja eh die eine Seite weg, nicht? Auch hier. Würde aber gar keinen Sinn machen. Machen wir vielleicht die... die linke Seite weg, nicht? Dann setze ich den so da. Ich finde auch doof, warum hat der denn... Ach, guck mal. Hm. Shit, ich hab's gerade gesehen. Hier. Kann ich das hier direkt einstellen? Okay, Problem gelöst. Muss ich den nicht umbauen? Ja, total. Das Spiel hat Ultra-Potenzial gehabt, aber technisch ist es teilweise echt grob und altbacken. Außer wie Städte organisch wachsen. Das haben sie wirklich mega hinbekommen. Ja, wobei man sagen muss, kennst du Machinki? Das ist grafisch gar nicht mal so gut. Aber das macht es auch nicht schlecht. Also das hier ist nicht das einzige Spiel. Machinki ist echt auch ein... heißer Anwärter von mir mal gewesen, aber dann irgendwie habe ich da auch... kann ich es nicht... Okay, also hoch und runter kann ich das gerade nicht machen. Kann es drehen, aber nicht... Gut. Machen wir mal ein bisschen Abstand. Und hier müsste es genau andersrum sein, nicht? Das wäre, glaube ich, besser. Ah, da müssten wir... So. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich würde mir wünschen, dass man technische Fortschritte noch weiter ginge. Hatte ich so vor Ewigkeiten mal bei dir gesehen. Achso, bei Ewigkeiten bei mir mal gesehen. Ja, da ist richtig viel passiert im Machinki. Das war bei Civilization ganz cool, bei dem ersten Mod, nicht? Der ging dann in die Zukunft noch weiter, also da ging es dann, die Menschen haben den Mars besiedelt und dann kamen Kampfroboter, Dreadnoughts, Zukunftstechnologien dazu und das war dann nochmal ein richtig cooler Ansatz, nicht? Du konntest quasi eine ganze Ära nochmal weiterspielen, nicht nur was Roboter, Kampf und Co. angeht, sondern auch alles drumherum und das hat war echt cool. Vielleicht gibt es ja hier auch irgendwann mal ein Future-DLC oder so. So, wir machen die, wir müssen die alle in einem Rutsch machen, nicht?
Also erstmal einen machen und dann den anderen machen. Weil wenn wir nur einen machen, dann kommen wir nicht weit, glaube ich. So, bei dem hier ist ja einfach, nicht? Der braucht nur eine Plattform auf der einen Seite. Auf der da. Und der braucht nur eine Straße zum Rhein raus. Ich hoffe, das funktioniert. So. Dann haben wir die drei und das da hinten. Ob es eine Marsmap gibt? Wer weiß. So ein Transportfieber mit den Mitteln von Anne und den technischen Entwicklungen, das wäre sick. Also ich kann mal sagen, es kommt auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Civilization-Spiel raus. Das durfte ich in einer Closed Alpha spielen. Also, für mich von der Grafik her war es damals schon perfekt. Ein bisschen im UI mussten sie noch was machen. Ich frage mich, warum das noch nicht draußen ist. Das könnte natürlich sein, dass das jetzt bald rauskommt und dann ist es echt der Überraschungshit. Bald verfügbar. Und zwar dieses schöne Spiel hier. Ara History Untold. Ich habe ja auch Humankind in der Alpha und Beta gespielt. Das war am Anfang war es cool. Und am Ende, was rauskam, ich habe es über den Game Pass einmal gespielt, da war es wirklich nicht so geil. Also, da hat mir dann viel gefehlt bei Humankind. So, und ich fand es auch zu nervig, manche Mechaniken mit dem Rumreisen am Anfang. 20 Punkte sammeln, dann klaut die KI dir ständig vor der Nase die Punkte weg. Dann rennt dir ein Bär die ganze Zeit hinterher, tötet deine Leute. Oh, das ist so so ein bisschen nervige Mechaniken gewesen. Und in dem Spiel, das ist ähnlich wie Humankind. Bisschen wie Civilization auch, aber hat auch was von Total War gehabt und von, wie hieß denn das? Das war auch gar nicht schlecht, das war in Griechenland und sowas hat das gespielt. Da konnte man so Byzantiner nehmen, auch aus so einer Karte. Da kann man immer nur einzelne Städte einnehmen. Das hatte ich auf Epic. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das war auch ganz cool. Weil das hier, das war, also vom Spielerischen hat es mir einfach super gefallen. Und du fängst da auch an mit so einem kleinen Dorf. Dann erweiterst du es immer, baust gewisse Ressourcen oder Sachen aus. Das ist ja mit Kampf. Ja, ist wie Civilization, nicht? Also, du kannst es aber auch friedlicher spielen. Also, du musst nicht kriegerisch kämpfen, nicht? Aber man muss sich natürlich dann verteidigen können sollen. Es ist halt kein reiner City-Builder, aber das Pre-Alpha, allein vom organischen Aufbau der Städte auch, nicht? Wie die wachsen. Du kannst richtig zugucken, wie das wächst, nicht? Ich werde es auf jeden Fall spielen. Dann guckst du es hier, wenn du dir unsicher bist. Und dann weißt du es. Dann hörst du mich fluchen, dass sie es vielleicht total kaputt gemacht haben. Aber jetzt, wo ich die Icons sehe, boah, richtig geil. Na, Ara History Untold. Auf jeden Fall mein Geheimtipp für dieses Jahr bei für 4X Games oder was ist das? Ja, 4X Strategie, Globalstrategie, auch das Forschen und alles. Das war auch super abgestimmt schon damals. Also, das war so. Gab wenige Sachen, die mich wirklich enorm gestört haben. Das habe ich dann aber alles auch in diesen Umfragen immer reingeschrieben. Mal gucken, ob sie davon was umgesetzt haben. Ich kann mich aber auch nicht mehr an die Details erinnern.
Wo wollten wir hin? Hier wollten wir hin. Nee, hier wollten wir hin. Hier wollten wir hin. Richtig. So, jetzt ist die Frage, macht das Sinn, hier anzufangen? Ja, das macht doch Sinn, hier rauszufahren, nicht? Dann konnte ich die erste Plattform nutzen. Ich mache das erstmal so, dann sieht die ordentlich aus. Wir nehmen wieder die Runde. Aber wir nehmen erst die hier. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So. Dann gehen wir da ran und dann geht die hier mit da ran. Sehr schön. Dann gucke ich jetzt, ob ich das richtig gebaut habe. Wenn ja, speichere ich das, nicht? Falls ich bei den anderen Mist baue, dann kann ich es laden. Sonst kommen wir, glaube ich, hier nie weg. So. Dann die Punkte. Sieht aber auch gut aus gerade, nicht? Habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben. So, Linienmanager. Von da nach da. Ah, guck mal. Oh, es funktioniert direkt. Und von da. Oh. Falsche. Und eine neue Linie. Von hier nach da. Nach da. Nach da. Oh, gucke. Gucke. Richtig gebaut. Dann können die nämlich hier separat in eine Station fahren. Ich hätte auch eine zweite Station bauen können, nicht? Aber man will ja Geld sparen. Und könnte die Linie hier auch auf den zweiten? Nee, guck, das würde nicht gehen. Dann müssten wir auf den vierten erweitern. Aber die hier müsste auf den zweiten noch fahren dürfen. Ja. Das heißt, jetzt hat jede Linie quasi zwei zur Not. Wenn wir also später hier Versorgungsprobleme haben, dann können wir einfach eine zweite Plattform für beide dazu nehmen und sagen, hier drüber natürlich, du kannst ja zum Beispiel 1 und 2 nutzen. Das können wir eigentlich hier schon direkt sagen. So. Nicht bei dir. Nee, war ja richtig. Bei dir hier. 1 und 2. Genau. Dann können die nämlich entscheiden, wo sie hinfahren, wo gerade frei ist. Ja. Und wenn wir jetzt noch ganz gut sind, dann machen wir das hier. Und das geht nicht. Okay. Hätten wir das zu einer vierspurigen Straße vorher ausgebaut. Ja. Weil dann für den. Okay, hier nicht wichtig. Kostet 50.000, nicht? Das ist schon. 80.000 ist schon was. Aber die müssen hier komplett auch bis hier hinten hin. Ich glaube, hier ist die stärkste befahrene Stelle dann. Das mache ich mal hier vierspurig. Ruhig Blut, du hast noch nicht mal eine Strecke fertig. Ja, jetzt sind wir im Planungsmodus. Jetzt sind wir drin. So. Genau, weil hier fahren drei Routen hin und her und die eine muss hin. Speichern. Speichern. Jetzt machen wir mit dem hier weiter. Da wir wissen, dass funktioniert, bin ich aber jetzt, glaube ich, guter Dinge. Zu spitzer Winkel. Ach, der lügt. Es gibt keine zu spitzen Winkel. Es gibt nur zu spitze Ohren, wenn du Vulkanier bist. Na, da war es doch. So.
Ist das nicht herrlich? Und die fahren da zurück und die anderen fahren dann da nach hinten weiter. Ich würde hier gerne die Straßen so ein bisschen mehr ziehen können, nicht? Ja. Aber okay. Es ist die Frage. Es muss aber passen, oder? Oh, könnte sein, dass ich hier nochmal laden muss. Ich habe, glaube ich... Ah, ist das zu weit? Nein, wir werden sehen. Wegpunkte. Fast so schön wie in Cities. Ey, das fasse ich als Beleidigung auf. So, falls hier irgendwie einer drüber fahren muss an Wegpunkten, können wir es einstellen. Dün, 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 dün. So, wir wollen die... Die hier fährt bis in die Stadt. So, also du kommst zum... Wo müssen wir hinter? Hinter die 3 müssen wir. Genau, hinter die 3. Eigentlich doof, nicht? Eigentlich müsste es vor die 1. Okay, aber nehmen wir die Station erstmal hinter die 3 auf. Müssten die ja erstmal richtig fahren. Sieht gut aus. Die müssen nämlich dann, bevor sie da sind, über diesen Wegpunkt. Ich füge den ein, auch wenn er unnötig ist. Dann über diesen Wegpunkt. Falls euch irgendwann mal was verschiebt. Ah, okay. Warum das jetzt wieder falsch ist? Die ist doch genauso gebaut wie die andere. Der ist ein Stück weiter innen, nicht? Macht das das schon aus? Ich guck mal, ob die denn auf Plattform... Nee, die würden sich die ganze Zeit drehen. Okay, müssen wir laden. Das ist falsch. Oh, da werden wir jetzt viel Zeit verballern. Weil man halt nicht das Endergebnis sieht. Das ist blöd. Ich weiß, ich mache es mir kompliziert. Ich will es mir aber auch kompliziert machen, nicht? Einfach kann jeder. Und Prost. Ich trinke zu wenig schon wieder. Düm, 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 düm. Habe ich die andere andersrum gebaut? Nee, nicht. Wir hatten die so rum. Dann lasse ich den mal jetzt hier ranfahren. Dann kriegen wir das hier auch vielleicht ein bisschen schöner hin mit der Straße. Wahrscheinlich alles umsonst, weil es eh nicht klappt. Aber dann wüsste ich auch nicht weiter, wie wir das aufbauen sollten hier. Okay, Linie. Kann man denn Dinge verschieben auf einer Route? Nicht, oder? Okay, ich mache erstmal eine neue Linie. Dann testen wir das an der, nicht? Also, eine Station, okay. Wir wollen mal gucken. Von hier über da nach dort. Dreht sich schon.
Ah, okay, der hat 2. Also egal, wie es hier ist, die ist falsch. Nicht? Da kann ich machen, was ich möchte, glaube ich. Die ist einfach wie falsch rum gebaut. Ja. Okay. Dann abreißen und umdrehen und hoffen, dass es klappt. Hat das was damit zu tun, ob ich von links? Ja, okay. Das hat was mit dazu tun, ob ich auf der linken oder rechten Seite bin. Bei der habe ich die Seite getauscht, bei der von der auf der. Hier hatte ich nämlich links angeflanscht und bin nach rechts gegangen. Die können nicht nach links. Nach links muss ich von der Seite ran. Okay, das wäre aber kein Problem. Dann kommen die halt hier rein und die müssen die Runde fahren. Das ist okay. Probieren wir das mal. Ah, das wäre jetzt cool, weil dann könnte ich die erweitern bis da hinten hin. Shit. Kann man die verschieben? Gut, ich kann ja die Straße hier abreißen. Na, na, na. Kollision. Das hier fand ich gar nicht so schlecht. Wenn wir da noch ein Stück zumindest so reinfahren und dann da rangehen. Oder rausgehen jetzt. Jetzt muss ich aufpassen, nicht? Okay, also die kommen hier und da rein und fahren hier und da raus. Das ist eine Wissenschaft, nicht? Die kommen von da an. Die kommen von da hinten an. Die fahren hier raus. Und die auch. Jetzt die Wegpunkte. Aufpassen, die müssen jetzt andersrum. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, die fährt über welchen Wegpunkt? Du fährst über den Wegpunkt, du fährst über den Wegpunkt. Und das ist der, um wieder zurückzukommen. Das heißt, nach diesem Wegpunkt kommst du dort an. Dann in die Station und dann geht's auch. Okay, jetzt habe ich es verstanden. So, und dann wieder zurück. Das heißt, nach links von der anderen Seite, nach rechts von der Seite, wo die Straße ist. So, was sollen die denn da laden? Achso, und die können gleich bei 1 und. Aber guck mal, die können nicht zu 2. Achso, stimmt. Die müssten ja dann eine hier bekommen. Nee, ist alles richtig. Ja, deswegen, ah, die zählt von der Seite die Stationsnummern. Das ist das Problem. Oder malen oder so. Ich glaube, selbst das wird gar nicht so leicht. Okay, und die rote, die fährt ja in die Stadt hinten. Das heißt, das ist grundsätzlich erstmal fertig. Ich baue jetzt trotzdem die Testlinie hier auf noch. Nicht, dass das dann hier nicht klappen würde. Aber das klappt und dann können wir der sagen 2 und 3. Ja, okay. Nee, klappt, klappt, klappt. Okay, das haben wir. Spiel speichern, speichern, speichern. Okay.
Das ist ja die einfache, nicht? Da muss man nicht viel machen. Das sollte eigentlich klappen. Aber hier ist nach rechts. Hier war nach links. Hier war nach links erweitert. Hier war nach rechts erweitert. So, und hier ist nach rechts erweitert. Das heißt, auf der Seite ist auch anfahren. Okay, da habe ich Glück, dass ich das hier richtig rumgesetzt habe. Nee, lieber so. Und das müsste eigentlich klappen. Das dürfte jetzt die pinke sein, genau. Und das dürfte der Punkt sein, genau. Du bist der Punkt. Okay, dann müssen wir hier nach dem Achterpunkt anfangen. Ja. Okay, nach dem Achterpunkt geht es einfach hier hin. Bei der ist einfacher. So, und dann fährt die nämlich zurück. Über den Achter und so. Schön. Und die können wir dann auch erweitern. Aber es ist wirklich... Könnte man doch darstellen einfach. Im UI, nicht? Und schon wäre das Problem gelöst. Oder man macht einfach die Station einfach nur in die Richtung erweiterbar. Nicht nach links und rechts oder so. Dann hat man nicht diese Berechnungsprobleme, dass sich 1 und 2 und 3 und 4 verschieben und dadurch die Wege, wie die Fahrzeuge fahren, weil hier irgendwie die Mitte ist. Hm. Und man könnte halt beim Bauen schon Pfeile anzeigen, wie die fahren oder so. Aber na gut, Wunschdenken. Scheinen ja alle mit d'accord zu sein, dass es gut ist. Heizung ist aus. Oh, ist kalt. Will nicht angehen. Ah, die war auch aus. Also runtergestellt. Minus 5 Grad, ja, nicht? Ist eine schöne Kältewelle, die uns da reinreitet. Okay, aber dann speichere ich. Und hier. Wir haben noch einen Endgegner, haben wir noch. Der ist noch da. Und den habe ich falsch gebaut. Alles nochmal von vorne. Nee, das passt schon. Da wusste ich noch nicht, dass ich nur eine Seite machen kann. Warte mal. Der sollte weg. Das sollte weg. Straße rein. Straße raus. Stadtstraße hier natürlich. Standesgemäß. Und hier immer noch. Die ist schon wieder ein Stück zu kurz. Die war vorhin schon ein Stück zu kurz. So, dann haben wir da auch einen schönen Wendehammer. Und jetzt müssen wir die rote, ist das glaube ich erstmal. Nach welchem Wegpunkt? Nach dem zweiten, nach dem ersten. Okay, Wegpunkt 1 führt uns also zu dieser Haltestelle.
Das Problem ist, jetzt sind die Haltestellen, wo die zuerst hin sollen, teilweise hinten nicht. Aber okay. Da können wir auch sagen, ihr könnt da beides ansteuern. Und hier wollen wir jetzt entladen das hier. Und zwar alles. Und hier wollen wir laden. Und zwar nur das da. Und zwar warten bis voll. Sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Gefühlt zumindest. So, und wie haben wir die genannt? Ich weiß wieder. Es war Cargo. Nee. Cargo. Was habe ich denn da gemacht? Cargo. Ich weiß, der zweite war irgendwas anderes. Nicht Transport. Cargo. Typ. Cargo. LKW. Cargo LKW Benzin 1. So. Weil es gibt ja auch Cargo Air oder so. Oder Cargo Zug. Ja. Das war's. Typenbezeichnung mit dran. Auch wenn man filtern kann, nicht? Aber ja. Und die Farben, wir hatten gesagt, das wird dann dunkel lila. Pferdchen, gleich kommt Pferdchen. Die war auch fertig, oder? Genau, dann können wir sagen, warte mal, Theresia Transfer. Die benennen wir auch mal um, nicht? Kann ich nicht, ja. Das ist Benzinstation 1. Das ist Ölstation 1. Und hier sollen sie entladen. Entladen, das da. Und hier sollen sie beladen, das da. Und sie sollen auch noch warten, bis vollladen. So, hier entladen, beide Stationen. Hier beladen und erstmal nur eine Station, das reicht. Okay. Und die heißt Cargo. LKW oder was auf Englisch wäre es Truck LT, nicht? Deswegen hatte ich das T. CT Truck Öl 1. Ich wusste, ich habe es immer CT genannt, aber ich wusste vorhin nicht, wofür das T stand. Ich dachte Transport. Nee, das kann es nicht sein. Okay. Lizenz sinnvoll, das immer einzustellen. Bei mir war irgendwie immer total Chaos, weil ich angefangen habe, irgendwas irgendwo hinzubringen, weil das Spiel eine Verbindung gesehen hat. Ah, okay. Das heißt, du hast... Gut. Hast du mit viel Geld gespielt? Weil sonst am Anfang musst du dir eine kleine Route aussuchen. Sonst ist ja eh schnell Schicht im Schacht. Wo ist ein Untercross? Das ist Cossa. Cossa... Industrie 1. So. Dann haben wir das auch. Die belädt. Öl haben wir auch nicht. Die entlädt. Die belädt. Dann fehlt jetzt noch die hier. CT Rohöl 1. Am Anfang ging es aber später mit den Flugzeugen, Bahnen und Schiffen und so. Ja gut, stimmt. Das skaliert entsprechend. Irgendwann verlierst du so oder so den Überblick, egal wie gut das sortiert ist. Öl kriegt die Farbe und Rohöl kriegt, ja, kann die behalten. Und an der Ölstation, das ist Rohölstation 1. Hier sollt ihr laden, und zwar das da, und zwar bis vorhanden, und bei der dürft ihr zweifach entladen, und zwar das hier.
Habe ich jetzt noch was vergessen? Ich glaube, jetzt ist erstmal grundlegend die erste Route eingestellt. So. Und ich würde sagen, die Aufnahme für YouTube kriegt eine Pause. Eine Stunde Aufnahme ist vorbei. Wir haben sehr viel experimentiert. Wir haben es geschafft. Und jetzt werden wir Pferdchen fahren lassen in der nächsten Folge. Bis gleich.